Anna gibt nicht auf. Sie glaubt an mich, glaubt an uns. Und das aus gutem Grund. Tausende Kilometer Schienen hinter uns und endlich nähern wir uns Novosibirsk, einer toten Stadt, in der die Hoffnung für ihr Leben verborgen ist. Für das Medikament, das sie retten könnte. Irgendwo in ihrem kalten, verstrahlten Herzen. Vor einem Jahr verließen wir die vergifteten Ruinen Moskaus. Und jetzt stehen wir vor einer weiteren Stadt, die von Winter und Strahlung fest umklammert wird. Werden wir jemals an der Oberfläche einen Ort zum Leben finden? Vielleicht. Doch zunächst kehren wir in die Metro zurück, um Anna zu retten. Das ist der Plan. Der Winter ist wieder da. Der nukleare Winter. Was sagt man dazu? Wir sind in Novosibirsk. Ich hoffe, dass wir hier nicht wieder auf irgendwelche Verrückten treffen. Die Brücken sind unbeschädigt und die Strahlung steigt wie verrückt an. Ich denke, dieses Mal gibt es keine Verrückten. Und wenn, dann sind sie im Untergrund. Die Häuser sind auch unbeschädigt. Sam, wie sieht's mit der Strahlung aus? Achtmal höher als in Moskau und weiter steigend, Oberst. Ach, du ich würde Scheiße. Sagen, wir bleiben nicht zu lange draußen. Bist du bereit, Artyom? Ich bin bereit. Packen wir es an. Sie können auf uns zählen. Danke. Sieht ein bisschen aus wie in Moskau, ha? Scheint hier komplexer zu sein, als wir dachten. Aber die Zeit ist knapp. Daher probieren wir es auf dem direkten Weg. Wir müssen den Plan überdenken. Yermak! Wir nehmen die Aurora nach Süden, zur Verladestation Sibirskaja Stepan. Guest, Sam, Idiot und ich kümmern uns um das Institutsgebäude in Akadem Gorodok. Unterwegs starten wir dem Eisenbahnmuseum einen Besuch. Alyosha! Vielleicht gibt es doch Ich werde mit Tokarev die Aurora bewachen. Gut, Artyom und ich werden das Hauptgebäude des Instituts durchsuchen. Die Strahlung ist hier viel zu hoch. Daher versuchen wir, durch die Metro dorthin zu gelangen. Tja, legen wir los! Viel Glück, Spartaner! Viel Glück! Viel Glück, Jungs! Was weiter? Hast du einen Einsatz, um Tante Anna zu retten? Ja. Kannst du bitte auf sie aufpassen, bis Artyom und ich zurück sind? Bitte? Na klar. Teddy und ich werden sie bewachen. Hilfst du mir, Teddy? Gefreiter Teddy, Auftrag angenommen. Du bist ein mutiges auf Kind. Auf Wiedersehen, Artyom. Auf Wiedersehen. Das glaube ich. Psst, psst. Sie schläft. Geht ihr jetzt? Ja. Ich hoffe, wir schaffen es rechtzeitig. Anna ist stark. Sie wird auf euch warten. Definitiv. Kommt nur zurück. Danke, Katja. Alle haben eine Maske auf, außer Katja. Komm rein, Artyom. Alles getan. Sie damit sieht du sehr keine schlecht Sorgen aus. Musst. Ihr Puls ist kräftig. Sie ist nur erschöpft. Vermutlich wird sie bis morgen schlafen. Hm.
Ich komme bald zurück. Und dann wirst du wieder gesund. Und dann machen wir ein Baby. Dass sich der Oberst darüber freut. Bis später. Kommt bald zurück. Dich zu sehen, wäre für sie die beste Medizin. Das werde ich. Anna ist stark. Sie wird diesen Kampf gewinnen. Komm. Ja. Viel Glück, Mathieu. Danke. Los, auf geht's. Ihre Ausrüstung, Herr Oberst. Vielen Dank. Artyom, ja. Das hier ist nicht Moskau, wo du monatelang draußen herumlungern kannst. Wer weiß, welche Monster hier leben. Daher überleg dir gut, was du mitnimmst. Okay. Ich warte am Auto auf dich. Alles klar. Deck dich ein, Artyom. Ich habe deine Waffen gereinigt und alle übrige Munition und Ressourcen hier reingetragen. Danke. Du wirst sie brauchen. Ja, wer weiß, was für Monster da lauern. Okay. Bewaffnen wir uns mal auf jeden Fall das hier. Oh, Munition habe ich noch genug. Bolzen. Okay. Dann. Ja, das bleibt auf jeden Fall, aber. Drucksystem. Mehr Schaden. Geil. Aber irgendwie gefällt mir das halt, wenn so ein Art Bogen da. Aber das geht auch. Egal. Jawohl. Das packen wir auch mal rein. Ist das? Nee, das passt schon. So. Das ist eigentlich eine leise Waffe, also brauche ich hier jetzt keine leise Waffe mehr. Deswegen hole ich hier mir den Bullfrog. Oder nee, der Bullfrog ist hier, oder? Das ist der Bullfrog. Was ist das für eine Waffe? Ja, das ist der Bullfrog. Okay, der Bullfrog und... Also eine leise Waffe habe ich. Also nehme ich hier... eine Shotgun für die Monster. Welche Shotgun nehme ich denn da? Die hier. Das klassische... Nee, das ist das klassische... Wo war denn der... Pistole, Revolver. Was ist denn diese Shotgun? Was die? Trommelschrot von hinten, da ist sie doch. Jawohl. Genau. Muss mal Holz drauf. Bisschen mehr Schaden. Jawohl. Ja, das ist ganz gut. Laservisier. Rotlaser. Natürlich Rotlaser. Okay. Ist hier eigentlich auch ein Laser dran? Ne, hier kann ich keinen Laser dran machen. Wie sieht's bei dem aus? Habe ich alles eigentlich rein? Was ist da für ein Visier? Kein Laservisier. Okay. Okay, nur bei der Shotgun auch egal. Alles klar, wie sieht's mit meiner Ausrüstung aus? Alles gut. Okay. Was ist das? Bewegungsmelder. Na, egal, brauche ich nicht. Kompass brauche ich ja auch nicht. Dieses dumme Gepiepse ist mir zu dumm. Lassen wir das mit dem Kompass. Okay. Noch ein bisschen Munition. Wie viel Schrotmunition habe ich euch? Kann ich noch... Nein, kann ich noch welche herstellen? Ja. Voll, voll. Brauche ich nicht. Voll. Nee, nicht voll. Ich bin leer. Okay. Alles klar. Das sollte reichen. Los geht's. Mit ihm oder darauf? Ja. Wir schaffen das. Wir kommen wieder zurück. Mist, andere Seite. Die Tür ist verbarrikadiert, das vergesse ich immer.
Sind Sie bereit? Sind wir. Also, Artyom. Ja. Das ist deine Chance. Okay. Unsere letzte Chance. Wir schaffen Anna das. Zu retten. Wir schaffen wir das. Wir müssen sie nutzen. Steig auf. Alles klar. Du übernimmst die Leitung. Ich überwache die Straße. Okay. Ich bestimmt nicht Blitzeblank. Glaube ich auch nicht. Meine Herren. Wir sind jetzt Ihre letzte Hoffnung. Was ist, wenn hier andere Monster gibt wie in Moskau? Größere Monster. Ich meine, der Bär. Und diese Waggons, die hier festsitzen. Der war eine vielgeschlagene Evakuierung, nehme ich an. Wir sollten versuchen, auf den Platz hinter dem Bahnhof zu gelangen. Da müsste der Eingang zur Metro sein. Okay. In Ordnung. Wir können den Wagen nicht zurücklassen. Wir brauchen ihn für den Rückweg. Also, auf geht's. Vorsicht! Tja, und wie findest du die Reise zu deinem Traum? Wünschst du dir, dass wir nie aufgebrochen wären? Das sehe ich. Naja, lass uns diese Gefühle für den Moment einfach mal beiseite legen, Artyom. Menschen machen Fehler. Menschen machen Fehler. Das muss man nicht immer einen vorwerfen. Ich glaube, da können wir durchkommen. Festhalten! Ich konnte doch nicht wissen, wie die Reise verläuft. Schön holprig. Das sind aber viele Autos. Die Armee ließ den Verkehr blockieren und die Stadt wurde mitten während der Evakuierung getroffen. Durchaus möglich, ja. Kommen wir nicht weiter? Was ist los? Hier kommen wir definitiv nicht in die Metro. Verdammt. Zu viel Schnee. Übernimm das Steuer, Artyom. Was? Also gut. Laut Karte ist der Eingang zur Metro ganz in der Nähe. Okay. Du führst mich, ja? Wow, 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 wow. Auf dieser Straße müssten wir ins Stadtzentrum kommen. Nimm die. Aber halte weiter die Augen offen. Vielleicht gibt es auch unterwegs schon einen Eingang zur Metro. Ah, ich gucke. Ich gucke, aber ich sehe nur Schnee, Eis. So viel Schnee. Und der Sturm wird jede Minute heftiger. Ja, Junge, komisches Gefühl. Die Gebäude sind intakt, aber die Stadt ist tot. Meinst du nicht, dass Moskau besser war? Hm? Ich weiß nicht, ob hier Leute in der Metro überlebt haben. Aber wir werden es bald herausfinden, denke ich mal. Verdammt, also gut. Fahr direkt durch den Hof. Etwas anderes bleibt uns nicht übrig. Alles klar. Hier, der Hof zu linken. Ja, ja, ja. Nicht so hektisch. Wenn wir stecken bleiben, sind wir erledigt. Geradeaus. Okay. Vorsichtig, Artyom. Vorsichtig. Oh. Oh. Das Wetter wird immer schlimmer. Scheiße. Genau wie die Strahlung. Hier können wir nicht bleiben. Wir werden schon einen Eingang finden. Hoffe ich. Da, über den Weg müssten wir wieder zur Hauptstraße kommen. Alles klar. Ah.
Gott verdammt! Ja. Noch ein Haufen Autos! Oh. Hier scheint ein Panzer durchgefahren zu sein. Ah, wir kommen nicht weiter. Und nun? Laufen! Jetzt müssen wir zu Fuß weiter. Ah, super. Und wir müssen uns beeilen. Die Strahlung steigt an und die Filter halten. Okay. Ja. Na los, auf geht's! Ja, los, beeil dich! Sonst sind wir erledigt! Okay. Aufpassen, der Schnee ist tief. Boah. Verdammt nochmal. Boah. Was für ein Schneesturm. Oh mein Gott. Komm! Komm schon! Wir schaffen das! Oberst! Alles klar! In den Bus! Los! Durch den Bus! Ja, hab ich doch gesagt! Oh! Ja! Oh! Oh! Oh, Scheiße! Oh! 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 Endlich sind wir da! Jetzt müssen wir den Weg ins Stadtzentrum finden. Okay. Ja, durch. Das ist mal ein Einsturz. Ja. Komm durch schon. Den Waggon. Ja. Ich helfe ihn zu öffnen. Ja. Lass uns das machen. Okay. Überall Skelette. Die liegen schon mindestens 20 Jahre hier. Vielleicht hat es niemand hier geschafft. Lass uns weitergehen und die Augen offen halten. Die tun uns nichts mehr. Die Überlebenden aber vielleicht schon. Okay. Wir müssen zur Station am Leninplatz. Das Institut ist nur einen Steinwurf von dort entfernt. Die Metro ist hier nicht sehr tief und durch die starke Strahlung haben die Menschen hier vermutlich nicht lange durchgehalten. Durchaus möglich. Hier unten ist es etwas sicherer. Da oben haben wir allerdings mindestens die dreifache Dosis abbekommen. Die Tunnel, das ist ja genau wie zu Hause. Wir sind hier ganz in unserem Element. Okay. Was sagt man dazu? Wir können die Luft hier atmen. Ja, sehr gut. Trotzdem fühle ich mich nicht so sicher. Schon wieder Mutanten. War doch klar. Die haben es auf uns abgesehen. Tja, sollen sie es doch versuchen. Ja, wir sind gut bewaffnet. Ich gebe mir die Shotgun erstmal. Sechs Mutanten. Der direkte Weg ist versperrt. Seh dich mal um, Artyom. Wir müssen in den angrenzenden Tunnel gelangen. Hier, hier. Ja, gibt's einen kleinen Durchgang. Da! Verdammter Riesenmaulwurf! Nimm das! Alles in Ordnung? Danke, Oberst. Jetzt geht's erst richtig ab. Gib alles! Das sind die Riesenratten! Das ist meine Messer! Bereit machen!
Oh. Was? Noch einer. Okay. Noch mehr. Ach. Verdammt. Drecksviecher. Vermutlich sind die mit den Mutanten zu Hause verwandt. Und in dieser Metro wimmelt es davon. Ja, super. Ich denke, mit denen kommen wir klar. Ja. Fressen diese Dinger hier eigentlich? Menschen Leichen. Jedenfalls nicht. Vielleicht Leichen. Oder ihre Artgenossen. Das weiß ich. Ein Anzeichen von. Hä? So viel Staub. Eine Seit langem verlassen. Sieh dich hier um, Artyom. Vielleicht findest du noch etwas Nützliches. Ja. Michail, Fedorov von Abschnitt 20 hier. Hör mal, unsere Felder sind kompletter Müll und an der Sibylskaja wurden sie diesen Herbst erneuert. Können meine Kinder in deiner Station bleiben? Ihre Schulkameraden sind auch dort. Das geht nicht, Nikitic. Das Militär hat hier jetzt das Sagen und die lassen keinen rein. Aber keine Sorge, sie verteilen jetzt den Strahlenschutzstoff. Soll ich meinen Kindern etwa diese grüne Scheiße geben? Kommt mir bloß nicht damit. Das grüne Zeug ist besser als alle Filter, die ihr kriegen könntet. Wie ich schon sagte, keine Sorge. Ihr müsst es ja auch nur ein paar Monate nehmen, bis die Situation sich verbessert. Wie auch immer, lass uns später darüber reden. Okay, machen wir das. Gut. Okay. So konnten sie also überleben. Wegen diesem grünen Zeug, dem Strahlenschutzstoff, den das Militär verteilte. Und dann waren ihre Vorräte aufgebraucht. Aber die Strahlung war noch da. Und das war's. Hm. Vielleicht sind das mutierte Rattenmenschen? Nein. Vielleicht aber auch nicht. Machen wir den Strom an. Alles klar. Licht es an. Oh. Noch eine Sackgasse. Die Brücke ist hinüber. Üblicherweise finden sich in solchen Sandern zwei Etagen. Lass uns versuchen, nach unten zu gelangen. Machen wir. Hier könnten wir uns durchquetschen. Okay. Oh. I get. Scheiße. Na dann, komm rein, Oberst. Ist schön kühl. Hast du das gehört? Hoffentlich ist hier drinnen nichts. Was zur Hölle ist das denn? Das sieht auch nicht sonderlich cool aus. Okay. Greift auf jeden Fall niemand an. Da ist irgendwas im Wasser. Wir gehen besser raus. Ja, so schnell wie möglich. Ah, schwimmt was. Ah. Wo ist das? Da vorne ist ein Ausgang. Mann. Hier könnten wir rausgehen. Schnell. Gib Deckung. Ach Gott. Ach, mal Glück gehabt. Nach diesem Catfish. Und hier sind die Einheimischen. Wollte ich nicht schon wieder. An das Massengrab in Moskau. Oder? Wow. 8000 Kilometer weiter. Und wir sind schon wieder an einem Massengrab. Ich frage mich, ob die auch als Spione bezeichnet wurden. Mann, Mann, Mann. Grauenhaft. Wirklich. Alle in die Käfige gesteckt und einfach hingerichtet. Leben hier überhaupt noch Menschen?
Mörder. Gehen wir weiter. Diese Leute sind höchstens vor einem Jahr gestorben. Vermutlich alles Überlebende des Angriffs. Halte dich bereit. Wir haben sich echt gegenseitig gekillt. Und pass auf. Boah. Das war knapp. Was hier wohl passiert ist. Sie sind alle hingerichtet worden. Sieht überhaupt nicht nach Krieg aus. Nein, überhaupt nicht. Stützen gefallen mir nicht. Jeden Moment könnte hier alles einstürzen. Mal sehen. Sieh dir den Staub an. Scheint aber stabil zu sein. Auf geht's. Langsam, Oberst. Langsam. Langsam! Meine Güte. Oh! Oder vielleicht rennen wir doch ein bisschen? Nicht nachher, dass uns der Scheiß auf den Kopf fällt. Wir sind im Außenbereich einer Station. Moment, ich zünde eine Leuchtfackel. Wow. Ein Panzer. Verdammt. Immerhin war Krieg. Oha. Das sieht ja fast so aus, als hätten sich die Menschen echt gegenseitig umgebracht. Sie hatten alles mit gepanzerten Draisinen verteidigt. Und als die ausgeschaltet wurden, sprengten sie den Tunnel. Die Verstärkung kam nie an. Gehen wir zur Station. Vielleicht können wir dort etwas herausfinden. Unsere alte Freundin, die Duschka. Eine ausgewachsene Belagerung. Die Verteidiger haben den Eingang der Station beschützt. Hier hat es einige Überlebende gegeben, bis sie sich gegenseitig umgebracht haben. Ja, jetzt nicht mehr. In Moskau scheint die Lüge immerhin funktioniert zu haben. Was ist wohl besser? Mit einer Lüge zu leben oder durch die Wahrheit zu sterben? Oha. Was für ein Leichenberg. Ich fühle mich merkwürdig. Egal. Konzentrieren Sie sich, das Medikament zu finden. Krank. Was? Die Geister sind auch wieder hier. Alles in Ordnung? Siehst du auch Dinge? Ja. Strahlung. Wir haben ziemlich viel abbekommen. Noch ein Grab. Hier hat die Schlacht geendet. Oh mein Gott. Lass uns das Tor versuchen. Es müsste zur nächsten Station führen. So hätte es auch in Moskau aussehen können. Genau so. Was war das? Was ist das? Da, schon wieder. Da ist was unter den Leichen. Oh, was zum... Machen wir sie weg! Komm noch mehr! Bereit machen! Ah. Verdammt, muss nachladen! Scheiße, Ladehemmung! Ah.
Ach. Wow. Das war knapp. Richtig knapp. Ich dachte, ich sehe schon wieder Dinge. Die Toten erheben sich. Wir sind geradewegs in ihre Höhle gegangen. Wenigstens leben wir noch. Lass uns das Tor öffnen. Was ist, wenn hinter dem Tor wirklich Lebendige sind? Das sieht so aus, als wollten sie, haben sie das Tor geschlossen. Bevor sie überrannt wurden von den Monstern. Was so viele Tote. Na los. Raus aus diesem verdammten Grab. Das reicht. Auf geht's. Okay. Mist, meine Taschenlampe. Wenn ich das richtig sehe, ist das die Sibirskaja. Eine Umsteigestation. Okay. Frage ist, sind hier noch mehr Monster? Mann, toxisch. Kaputt. Eingefroren. Sieht alles sauber aus. Die Tür hier. Lässt sich öffnen. So viel Staub. Seit langem verlassen. Komm. Das ist die Kommandozentrale. Na kommen Sie, Oberst, nicht so langsam. Ich weiß, Sie sind alt, aber ein bisschen schneller. Hier sind keine Monster. Ich habe alles gesichert hier. Es geht immer weiter. Immer tiefer rein und noch immer niemand Lebendiges getroffen. Okay. Das ist ein paar Sieh Aus- dich hier um, Arschion. Vielleicht findest du noch etwas nützlich. Habe ich schon. Wir können gleich weiter. Okay, weiter. Hier geht's wieder nach draußen. Die Metrosysteme wurden alle gleich gebaut. Also sollte es auch hier ein Belüftungssystem geben. Ah, das ist das Belüftungssystem. Okay, es geht doch nicht nach draußen. Die Leiter ist kaputt. Kommen wir nicht durch. Also gut. Wenn wir von hier aus weitergehen, müssten wir in den Belüftungstunnel und von dort zum nächsten Streckentunnel gelangen. Okay. Hört sich nach einem Plan an. Verdammtes Stück Stahl! Ja, Sie haben ein Stück Stahl in der Brust stecken. Was? Schritte. Fußspuren. Es gibt doch noch Lebendige. Hey, hast du das gehört? Waffen bereithalten! Hey, das Gitter ist lose! Kannst du mal nachsehen? Ja. Ein Kind? Hey! Warte! Wir tun dir nichts! Scheiße. Warte doch! Warte. Na los, mach schon! Viel Glück! Okay! Alles klar! Warte, Kleiner! Oh. Oh. Kluges Kind hat kleine Fallen aufgebaut. Hey, warte doch. Mann, wir wollen dir nur ein paar Fragen stellen.
Warte! Komm schon! Ach, Scheiße! Komm! Kleiner! Er verliert sein ganzes Essen. Wir wollen dir nichts Böses. Warte! Ja, bleib stehen! Warte doch! Wo ist er hin? Na, dadurch. Wiesel flink, diese Kinder. Kleiner! Verdammt nochmal. Scheiße. Warte, ich will dir nichts tun. Wo ist der Junge? Ich weiß es nicht. Er muss hier drin sein. Nicht gelaufen. Das hätte ich bemerkt. Sieh auf dieser Seite nach. Ich schaue hier. Okay. Hat er sich in irgendeins dieser Rohre gezwängt? Du brauchst keine Angst haben. Nein. Komm hier nicht durch. Komm raus. Wir tun dir nichts. Versteckt er sich im Müll? Hey, wir wissen, dass du hier bist. Komm schon, wir sind keine bösen Jungs. Wir sind die Guten. Komm raus. Ist er da oben? Wo kann er sich denn Komm verstecken? Raus. Wir tun dir nichts. Da drinnen vielleicht? Komm raus, Junge! Genug versteckt! Du brauchst keine Angst haben! Da ist er. Er ist in der Tonne, Oberst. Ich glaube, er ist in der Tonne. Hab ich dich! Na. Stopp, 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 stopp! Stopp ihn, dir Archon! Halt! Wo willst du denn hin? Endlich! Warum bist du weggelaufen? Na los, sprich, Soldat! Identifiziere dich! Gefreiter Kirill Klepnikov, schnelle Eingreiftruppe, Oskar. Hä? Mehr werden Sie von mir nicht erfahren. Sie können mich also auch umbringen. Wir wollen niemandem etwas tun. Bring uns nur zu deinem Befehlshaber. Was meinen Sie damit, Sie wollen niemandem etwas tun? Ich bin von der Oskar. Sind Sie nicht von denen? Denen? Ich weiß nicht, was du damit meinst. Aber wenn sie Kinder töten, dann sind wir definitiv gegen sie. Also bring uns zu deinem Befehlshaber. Hm, was wollen Sie denn von ihm? Wir sind in einem wichtigen Einsatz, dessen Details nur hochrangige Offiziere erfahren dürfen. Bring uns einfach zu ihm. Abgesehen davon hast du keine große Wahl. Also gut. Keine krummen Dinger, hörst du? Als Kind hier so alleine rumzuspringen. Hier entlang. Die Station ist in der Nähe. Schon mutig.